Wo liegt das meiste Potenzial in Ihrem Möbelhaus und hat Ihr Möbelhaus überhaupt Umsatzpotenzial? Ich wette mit Ihnen, 10 bis 20% Umsatzpotenzial sind bei Ihnen drin. Woher ich das weiß? Alle Möbelhäuser, mit denen wir jemals gearbeitet haben, und das sind weit über 200, hatten diese versteckten Schätze. Und wenn Sie Ihr Geschäft ohne zu stolpern auf eine komplett neue Stufe bringen möchten, oder wenn Sie ein Inhaber oder Führungskraft sind und sich fühlen, als würden Sie in der Verkaufssteuerung mit dem Kopf gegen die Wand laufen, wenn Sie tausendmal versucht haben, Ihre Verkäufer dazu zu bringen, so zu verkaufen, wie Sie persönlich wissen, dass es besser funktioniert. Und wenn Sie sich jeden Tag im Verkauf über dieselben Verhaltensweisen ärgern und sich fragen, wann es endlich mal einfacher wird, dann ist es jetzt an der Zeit, endlich dafür zu sorgen, dass Ihr Geschäft von einem Verkaufsprozess angetrieben wird, anstatt nur durch Ihr permanentes Anschieben, Ermahnen und Motivieren zu funktionieren. Und was bringt das? Rechnen Sie mal nach, was 10 bis 20% mehr Umsatz bei gleichen Werbekosten für Ihr Unternehmen bedeuten würden. Das Spiel wird in Zukunft entweder über Flächenwachstum oder über die Steuerung und Organisation des Verkaufs entschieden. Und ich schätze, beim Flächenwachstum können Sie nicht mithalten. Nur im Möbelhandel entscheidet bis jetzt allein der Verkäufer, ob er jemanden kontaktet, wann er kontaktet, wie er kontaktet. Und das ist Führungsversagen, denn jeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf gute Führung.